Hi ihr Lieben, ich stehe gerade in meiner Küche und dachte mir, ich kann euch einmal mitnehmen und euch zeigen, wie ich rohen Brokkoli esse. Denn ich habe mich echt unglaublich lange nicht rangetraut an rohen Brokkoli und dachte immer, nee, das schmeckt dir nicht so. Weil man hat ja schon mal Brokkoli probiert, wenn man ihn geschnitten hat fürs Dämpfen oder fürs Kochen, ja. Und wenn man den dann probiert hat, dann hat man festgestellt, das schmeckt aber irgendwie nicht lecker. So, ja. Und der Tipp ist eigentlich, Leute, es kommt aufs Dressing an, ja. Erstmal muss ich dazu sagen, roher Brokkoli hat sehr, sehr viele Vorteile, gerade was die Leberfunktion angeht. Die wird dann nochmal richtig geboostet. Ich verlinke euch dazu ein Video von dem Dr. Greger von nutritionfacts.org in der Infobox, wo ja sowieso eigentlich der Link zur nutritionfacts.org-Seite ist, weil die einfach top ist, ja. Ja, jedenfalls, es kommt aufs Dressing an, ja. Ich zeige euch mal, was ich heute gemacht habe. Und zwar habe ich schon einiges weggegessen und wollte euch das aber trotzdem nochmal zeigen. Also, ich habe einen Teil Sojasauce genommen und ungefähr so 4 bis 5 Teile Balsamico-Essig, ja. Ihr könnt das variieren, wie ihr möchtet. Und dann habe ich den halt relativ klein geschnitten hier. Und habe einfach noch etwas Ingwer dazu gegeben, weil ich das momentan echt super, super gerne mag. Und habe dann einfach angefangen, das Ganze ein bisschen zu mixen. Wenn ihr das mit der Hand macht, dann geht es ein bisschen schneller. Dann könnt ihr den auch so ein bisschen leicht so kneten und dann wird er noch ein bisschen weicher. Also falls ihr die knackige Konsistenz nicht mögt. Es ist echt nicht unangenehm. Also es ist sehr, sehr interessant, weil man diese einzelnen kleinen, wie soll ich sagen, kann ich da fokussieren? Wow, alles klar. Gut, ich liebe diese Kamera. Falls jemand fragt, es ist das iPhone 5S. So, die einzelnen kleinen, wie soll man sagen, Blüten, Dixies hier, ja, die schmeckt man einfach beim Kauen und das finde ich ein voll cooles Geschmackserlebnis. Yo, das ist eigentlich auch schon alles, was man dazu sagen muss. Also Leute, es kommt aufs Dressing an. Jo, probiert's mal aus. Alles Gute und Daumen hoch, falls euch das Video gefallen hat. Wir sehen uns. Ciao.